Ja, moin und recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play SnowRunner. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist mir ein Fest. Vielen Dank dafür, dass ihr hier tapfer die vielen Hunderte von Stunden mit mir verbracht habt, mir und meinem Geschwafel zugehört habt und euch es immer noch antut und hier einschaltet. Dieses Dank gilt dir. Du da, der das gerade hört. Ich danke dir. So, okay. Jetzt wieder zurück zu meinem Geschwafel. Wir sind in Season 12. Aktuell. Oviro Hills. Wir machen die unglaublich wunderschöne und kreativ einzigartige Quest Jedem sein Holz und bringen jetzt an das zweite Haus einen großen langen Stamm. Weil man zum Hausbau auch ungefähr, komm, wir zählen mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, was sind das? 12 Meter Stämme? Man braucht 24 12 Meter Stämme. Das ist, was man zum Hausbau braucht. Also, neben den dreimal kurze Stämme. Natürlich. Ganz klar. Selbstverständlich. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, welches Haus die da hinbauen wollen. Aber das, was ich dort sehe, ist nicht das, was man hier die Mengen an Holz braucht. Definitiv nicht. Was ich... Und ich habe schon, ich bin ja so ein YouTube-Mensch, ich habe wirklich schon, ja, der Kanal heißt Pure Living for Life. Poor Living. Also ein armes Leben für Leben. Ich glaube, so kann man es übersetzen. Mit anderen Worten, die haben mehrere Jahre ganz, ganz einfach gelebt, damit sie sich selbst ihr Haus bauen können. Amis natürlich, klar, ganz klar. Die haben also sechs Jahre, glaube ich, in einem Trailer gepennt und gewohnt. Natürlich ohne Kinder. Ich sage natürlich, weil du das in der Regel mit Kindern nicht machen kannst, könntest. Und die haben sich komplett ihr Haus selber gebaut und richtig mit Zimmermanns lernen, sprich, was braucht man alles, damit man einen eigenen Dachstuhl machen kann. Und die haben sogar eine Säge gehabt, wo sie aus solchen vollen Hölzern, nassen Hölzern, mit nass meint man, die sind nicht getrocknet, sondern frisch geschlagen, ein Haus bauen kann. Und die haben nicht die Mengen gehabt, um ihr Haus zu bauen. Ne? Also, wie ich es in der letzten Folge gesagt habe, richtig geil waren die ganz großen Transportmissionen. Es gibt auch noch in irgendeiner Region, ich weiß nicht welche, da gibt es ein riesiges Schiff, was man transportieren muss. Da hätte ich so Bock drauf. Das wäre cool. Also so das Verhältnis müsste sein, 10 Missionen solche kleineren und eine große. Das wäre für mich, wo ich sagen würde, ja, genau das richtige Verhältnis. Aber gut, so soll's nicht sein. Ne? So, wir müssen jetzt dran denken, dass wir einmal nachtanken. Ich mache das jetzt ein bisschen cheaty, weil ich komme da jetzt nicht an den da hinten ran, glaube ich. Nachtanken. Ja. Wir machen hier den Reparatur leer und hier den den Atom leer, das wollte ich sagen.
Den können wir ja immer wieder noch auffüllen. Weil ich das letzte Mal über Geld ausgeben oder die letzten Male über Geld ausgeben gesprochen habe. Ich habe jetzt Sachen rausgesucht, die ich gerne über eBay und Kleinanzeigen verkaufen möchte. Und das ist für mich eigentlich eher sehr unüblich. Ich habe irgendwann mal letztes Jahr vor, weiß nicht, 5, 6 Monaten Rasenmäher verkauft. Das war sehr spannend, weil ich dachte mir, boah, okay, der Rasenmäher, der steht für 250 € drinne. Ja, keine Ahnung, bin ich ja froh, wenn ich 50 € für kriege. Aber hat sich herausgestellt, 150 € habe ich ihn bekommen. Oder für 150 € habe ich ihn verkauft. So rum. 150 € habe ich dafür bekommen. Das fand ich schon sehr, sehr gut. Also, die Leute sind da durchaus bereit, Geld zu bezahlen für gebrauchte Sachen. Und da hoffe ich, dass wieder ein bisschen Kohle in die Kasse reinkommt. Bei dem ganzen Stuff, den man hier ausgeben muss, ne? Könnt ihr mal schreiben, ob ihr da auch schon mal so ein bisschen Erfahrung gesammelt habt mit eBay und Kleinanzeigen. Ich weiß noch, damals habe ich mal so ein paar Sachen verkauft. Damals meine ich, als eBay noch ganz, ganz neu war. Kleinanzeigen gab es so gar nicht, wenn ich mich recht erinnere. Und da wurde, glaube ich, gerade so die Ich-AG erfunden, dass man mit 25.000 Euro, ich weiß nicht genau, wie groß es war, aber 25.000 Euro, glaube ich, gefördert wurde, wenn man so eine Ich-AG macht. Keine Ahnung, was aus dem Konzept eigentlich geworden ist, ob das irgendwie totaler Müll ist oder. Ah, warte mal, hier komme ich nicht durch. Na, wird das noch wein? Ja. Genau. Ne? So viel dazu. Gut, wir müssen mit dem Azov eh dort in die Richtung. Ist also. Ich sag mal Azov. Das stimmt überhaupt nicht. Mit dem Atom. Müssen mit dem Atom eh in die Richtung. Tanken wir hier nochmal auf. Eieieiei. Das ging jetzt aber auch ein bisschen schnell, oder? Fand nur ich das so? Und dann habe ich gesehen, wir sind ziemlich, ziemlich nah hier dabei, den ersten Bereich zu absolvieren, fertigzustellen. Uiuiuiui. Schafft er das im High Gear? Ja, macht er, ne? Ist auch nochmal eine gute Bewährungsprobe und das ist noch nicht mal hier das Schnellgetriebe. Ja, mal gucken. Ja, auch hier am Schlamm vorbei. Dann läuft das. Oh, wir haben letztens gegrillt mit Freunden zusammen. Und
oder besser gesagt bei Freunden. Und der hatte vom türkischen Supermarkt so Hähnchenteile, aber komplett ohne Knochen. Boah, das war so lecker. Die waren so gut. Das muss ich unbedingt auch mal selber machen. Ich muss mir nur sagen, wo ist den... Och, come on. So. Garantiert klappt das jetzt wieder nicht. Ja, es war absolut klar. Absolut klar wie Kloßbrühe. Und ich habe hier hinten wieder einen Anhänger, den ich jetzt erstmal abkoppel, weil sonst haben wir hier gleich zwei Trucks, die auf der Seite liegen. So. Das hat geklappt. Und neben meinem ganzen Smart Home Gedöns, ach so, ja, ne, wegen Geld ausgeben. Jetzt fällt mir gerade noch ein, was es noch alles war. Neben dem ganzen Smart-Home-Gedöns renovieren wir ja unser kleines Gästebadezimmer. Und das kleine Gästebadezimmer soll im Gegensatz, also für meine Verhältnisse extrem nicht luxuriös, das ist nicht der Punkt, unique werden. Besonders, so möchte meine Frau das haben, weil ihr Argument, naja, bis wir die großen Badezimmer neu machen, wir haben ja noch zwei Stück und die sehen... Ja, so mittelmäßig aus. Sie sind jetzt nicht grün oder pink oder blau, sondern sind halt weiß. Wobei das eine eher so cremefarben ist, so alter, oh, was würde ich sagen, 90er cremefarben, so um den Dreh rum. Wobei, ja, ich weiß nicht, es könnte sein, dass das 90 in den 90ern gemacht wurde. Und da müssen auch wieder ständig Sachen gekauft werden. Ständig. Und für meine Frau natürlich immer nur das Allerbeste. Also Beste nicht das Allerteuerste, sondern das Allerbeste. Und damit meine ich mehr so, wenn sie halt den Wunsch hat, dass dort Eiche Naturkante als Tisch ist, dann baue ich ihr einen Eiche Naturkantentisch. Ich finde zwar auch Eiche Naturkante, wenn das so schön dann... schön lackiert ist, man könnte es auch ölen, aber ich habe mich da eher, weil wir auch in den Holzfensterbänken das ebenfalls machen und dort möchte ich nicht ölen, weil das fässt man an und nee, also ich wollte das lackieren und dann sieht das schon schön aus, aber man darf nicht vergessen, so ein blödes Holz getrocknet, weil ich habe keine Zeit, das selber zu trocknen, kostet halt ein bisschen was, ne? Kostet dann irgendwie 30, 40 Euro, so eine blöde Bohle, die du dann zurechtschneidest, wo du quasi fast, weil es muss besonders geschwungen sein. Er darf nicht gerade sein mit Naturkante, sondern besonders schön geschwungen. Und dann nimmst du ein größeres Brett, was besonders mörb ist, also so richtig zickzack, und da schneidest du dann so ein Stück raus, was du haben willst, dass das passt. Und das kostet dann dich halt irgendwie, schneidest du so quasi 40% schneidest du weg. Weil das halt Überhang ist. Weil nur dort bei dem einen Brett der Schwung war, den du haben wolltest. Ah, ja.
Ja, versteht mich da nicht falsch. Wenn ich das, ich stehe manchmal vor dem, mittlerweile ist es jetzt gefliest auch, stehe dann da vor dem Badezimmer und denke mir, ja, hier, das sieht schon geil aus. Also das ist schon so ein bisschen Pinterest-Style. Also sprich, das Foto könnte man auch auf Pinterest hochladen und das würde mit Sicherheit vielen Leuten gut gefallen. Ja. Also insofern alles gut, aber kostet alles Asche. Und dann wollen wir ja noch in Urlaub fahren. Irgendwann mal. Eieiei, frag lieber nicht nach Sonnenschein. Frag lieber nicht. So, wir können jetzt, vermute ich mal, nicht gleich. Unerledigte Arbeit. Mal, das ist das. Nur mal ganz kurz, das ist doch das dritte Haus. Das ist das dritte Haus. Aber das können wir noch nicht machen. Die Mission ist noch gelockt. Sagt nichts. Lass es einfach. Sagt nichts. Ich fühle mich sonst schlecht. Ganz so viel hätten wir nicht mitnehmen müssen. Nein. Ach ja. Wisst ihr was? So, ich setze mich jetzt einfach hier in meinen Tiger rein. Ach so, den sollten wir hier den Motor mal ausmachen, sonst. Ja, ich war ein bisschen zu voreilig. Ich war ein bisschen zu voreilig. Dann hätten wir das auch besser organisieren können. Dann hätte ich hier irgendein Fahrzeug mit einem kurzen, ja, egal, egal. Ah, wir müssen doch nicht immer alles so super bis aufs Kleinste müssen wir doch nicht organisieren, oder? Wir fahren einfach. Wir sind der einsame Trucker, der gerne seine Meilen zieht und in die Wildnis begeben. Uns von den Brücken stürzen. Apropos Brücken stürzen. Oh, oder? Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also was für ein Turnbeutelvergesser fährt mit einem riesigen Containerschiff gegen eine Brücke. Oder? Ey, das ist doch mal. Also. Ne? Den Anruf beim Boss, den würde ich gerne sehen. Bosse? Bosse? Der Neue? Der Neue hat kaputt gemacht. Ja, was hat er denn kaputt gemacht? Brücke hat er kaputt gemacht. Wie, was Brücke kaputt gemacht? Ja. Ja, Brücke kaputt gemacht. Ja, dann komm, nimm einfach einen Hammer und ein bisschen Farbe und mach den Kratzer aus der Brücke. Nee, nee, Brücke weg. Brücke nicht mehr da. Sag mal, ich weiß nicht, ob es da jetzt schon Infos gibt, genau was da passiert ist. Aber der muss doch betrunken gewesen sein. Bekifft oder so. Du kannst ja nicht aus Versehen eine ganze Brücke abreißen. So nach dem Motto. Ups, kam aus dem Nichts, war plötzlich da. Ey, das ist wirklich ein Turnbeutelvergesser. Wer den Begriff nicht kennt, der sollte sich mal Mittermeier anhören. Oh, das muss ich mal wieder machen. Mittermeier. Ich glaube, Back to Life oder sowas. Ja, ich glaube, Back to Life heißt die sehr, die. Wie nennt man das? Das Konzert? Sein Programm heißt dieses Programm. Genau, so nennt man das. Aber so wie ich es verstanden habe, ist niemand ums Leben gekommen, oder? Ich glaube, das ist niemand ums Leben gekommen. Vor allem, das ist ja das Allerverrückteste. Manchmal hat man ja von solchen Sachen keine Aufnahmen, ne? Aber dort gibt es ja aus verschiedensten Perspektiven hochauflösende Aufnahmen, die sie haben.
Und das Verrückte ist, wie schnell die zusammenbricht. Ja, also nicht irgendwie so ein bisschen eingeknickt und dann irgendwie nach 5 Minuten klappt die nochmal zusammen. Nee, nee, nee. Innerhalb von einer halben Sekunde, klappt diese gesamte Brücke ein und ist nicht mehr da. Das finde ich erschreckend interessant. Ich meine, da hast du ja null Chancen zu reagieren, in irgendeiner Form. Ja, mit den Verletzten oder Toten weiß ich nicht. Also, wenn da jetzt wirklich welche ums Leben gekommen sind, dann möchte ich mich natürlich auch ein kleines bisschen zurückhalten, irgendwelche Sachen zu sagen. Aber das ist schon krass. Das ist schon verrückt. Oh. Meine lieben Freunde, es ist soweit. Ich überlege gerade, wie geht das nochmal von Pink Panther, ist das, ne? Ich habe aber gerade von Udo Jürgens das Lied von Tom and Jerry. Vielen Dank für die Blumen. Das habe ich gerade im Kopf, deswegen komme ich nicht auf. Ja, ist es denn schon soweit? Wer hat an der Uhr gedreht? Ist das wirklich schon so spät? Meine lieben Freunde, mit dieser wundervollen kleinen Einlage möchte ich mich bedanken. Wieder mal. Oder besser gesagt, immer noch gerne bei den 35% der fleißigen Zuschauer, die bis zum Ende bleiben. 35%, ich finde das gut. Ich finde das richtig gut. 35%, die bis zum Ende bleiben. Traumhaft. Fühlt euch gedrückt, wenn ihr das wollt. Wenn ihr nicht wollt, dann fühlt euch einfach nicht gedrückt. Ist auch kein, müsst ihr euch auch nicht irgendwie komisch wundern oder so. Ist okay. Muss man nicht. Und für den Rest, die sich darüber freuen, fühlt euch gedrückt. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und mit dabei seid. Ihr merkt, ich ziehe noch ein kleines bisschen die Folge, damit ich noch ein bisschen mehr schaffe. Also, macht's gut, meine Lieben. Bis dahin. Ciao, ciao.